Die nächsten zwei Wochen sind richtungweisend für die Bayern-Frauen. Das Programm umfasst die beiden Champions-League-Partien gegen Slavia Prag 20.03. 18.30 Uhr und 27.03. 19.30 Uhr, das schwere Bundesliga-Auswärtsspiel in Frankfurt 24.03. 15.00 Uhr und das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Titelverteidiger Wolfsburg 31.03. 15.15 Uhr. Ich denke, wenn ich sage, dass ich keinen Triple-Traum habe, dann könnte ich meine Fußballschuhe gleich an den Nagel hängen. FC Bayern-Torhüterin Manuela Zinsberger ähnlich stark wie in den Meisterjahren in der aktuellen Topform ist für die Spielerinnen von Trainer Thomas Wörle sehr viel möglich. 10 Pflichtspiele in Folge haben sie gewonnen, größtenteils mit überragenden Leistungen, wie beim 4:2-Sieg gegen Meister Wolfsburg. Deshalb schätzt der Coach sein Team ähnlich stark ein wie in den Meisterjahren 2015 und 2016. Da hatte er die Bayern-Frauen auch schon trainiert. Wir haben sicherlich im Vergleich zu damals in der Breite nochmal einen Ticken mehr Qualität, sagt der Trainer. Und er ist sicher, dass die Spielerinnen auf einem guten Weg sind, den Team-Spirit von damals wieder zu erlangen. Heißer Tanz gegen Pack mit einem Erfolg in der Königsklasse könnten Torhüterin Manuela Zinsberger und Co. noch enger zusammenwachsen. Der erste Halbfinaleinzug der Vereinsgeschichte ist realistisch. Slavia Prag ist nominell einer der leichteren Gegner im Viertelfinale. Obwohl es ein einfaches Los ist, warnt Zinsberger, einfach wird's nicht. Das sieht auch Wörle so, er erwartet einen heißen Tanz. Dauerrivale Wolfsburg zweimal im Weißherden haben die MünchnerInnen auch im DFB-Pokal vor sich. Mit dem VfL Wolfsburg kommt im Halbfinale der Titelverteidiger Andi Isaac, der den Pokal in den vergangenen 4 Jahren gewinnen konnte. Außerdem treffen sie dabei auf den in der Bundesliga-Tabelle punktgleichen Verein, der nur dank des besseren Torverhältnisses 6 Spieltage vor Saisonende einen Rang vor den MünchnerInnen den Spitzenrang einnimmt. Der heiße Tanz kann also durchaus weitergehen.